Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Wie? Wer weiß. Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Okay, ein Ferrofluid. Na gut, warum nicht? Ich glaube, wir sollten nach Möglichkeit vermeiden, da reinzufallen. Aber eine Probe mitnehmen wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Bedienen wir doch einfach mal die Konsole. Sieht aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Die Frage ist, wofür? Zum Kämpfen? Klar. Okay, wir gehen mal hier lang. Vielleicht kommen die Kette ja doch noch vorbei zum Spielen. Oh, haha, da haben wir doch schon Gegner. Das ging ja schneller als gedacht. Na komm schon. Also bitte. So, ich weiß nicht, ob wir irgendwas in der Mitte haben. Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen. Sie ja. Die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. So, bleiben wir mal ein bisschen in Deckung hier. Oh, sieh mal an. Wo kam das denn her? Nutzen Sie die Säulen als Deckung. So, ich glaube, den hat's in die Brühe gehauen. Meinst du, es ist gut, mich zu flankieren, ja? Vergiss es. Komm raus, du Schwein. Ist da irgendwo einer weiter oben? Ah, hier. Sieh mal an. Ja, vergiss es doch. Da ist was für ihn. Einer bleibt noch irgendwo da drüben. Ah, okay, ich sehe ihn. Zack. Oh, noch ein zweiter, okay. Mal kurz aufsammeln zwischendurch. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Gut, kümmern wir uns erstmal um den einen da. Der sollte es bald hinter sich haben. Jetzt hat er es hinter sich. Okay, ich glaube, ich schau mal da drüben vorbei. Vielleicht gibt es ja irgendwas Besonderes für uns. Nicht direkt von ihm vielleicht, aber ansonsten. Okay, hier ist eine Tür. Kommen wir schon darüber? Oh, wir kommen schon darüber, ne? Das schauen wir uns doch mal an. So, das Ding wird dann vorbeigehen gescannt. Was haben wir denn hier? Oh Quatsch, falsche Taste. Nichts. Das Ding ist hin. Es ist mechanisch. Könnte es Teil der Anlage sein? Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. So viel kann man schon mal sagen. So, jetzt gehen wir mal wieder hier ins Gefecht. Wo ist denn der eine? Ah, da. Oh, shit. Ja, toll. Erstmal schön die Fähigkeit in den Sand gesetzt. Aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Oh, was? Ich glaube, das waren alle. Im zweiten Versuch. Gut, hätten wir den dann auch mal weggeräumt. Weiter geht's. Und immer schön aufpassen, dass wir nicht in die Brühe fallen. Irgendwas zum Scannen? Nö, aber weitere Reliktschilde, die wir hochfahren könnten, theoretischerweise. Unfassbar. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Auf jeden Fall ein großer Ort. Das können wir schon mal festhalten.
Irgendwas zum Scannen? Nein? Na dann weiter. Ich schau noch mal kurz auf der anderen Seite. Ein weiteres Aquädukt. Diese Flüssigkeit ist hier überall. Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist, könnte sie diesen Ort am Laufen halten. Was sind das für Pyramiden? Sie müssen gewaltig sein. Das wollen wir noch mitnehmen hier. Beobachterinse, bla bla bla. Okay, ein Haufen Zeug. Von dem keiner weiß, was es eigentlich bringt. Gehen wir weiter. Ich sehe schon wieder einen Gegner. Wir haben Gesellschaft. Noch mehr Relikte. Ja, schon mitgekriegt. Na, komm schon. Ich kann auch um die Ecke schießen. Alles klar. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um die da kümmern, oder? Immer schön nach oben sehen. Sie dürfen nicht über uns kommen. Wo ist denn hier ein Gegner? Ach, davon. So weit von seid ihr schon. Plumps. Wir haben es fast geschafft. Wo haben wir denn noch einen? Da. Und ab in die Brühe mit dir. Ich dachte ja, es würde die beschädigen, wenn sie in die Brühe kommen, aber nö, offenbar doch nicht. Ich glaube, das waren alle. Sehr gut. Gut, dann müssen wir mal schauen, wo die Leitung lang führt. Wir müssen weiter nach da, okay. Aber vielleicht bleibe ich erstmal trotzdem oben. Kann ja sein, dass wir hier noch irgendwas haben. Eine Tür zum Beispiel. Oh, was ist das denn? Manches hier unten funktioniert und manches nicht. Das könnte als Hilfestellung bei der manuellen Reaktivierung des Gewölbes dienen. Oder soll Eindringlinge in die Irre führen. Na toll. Yay. Okay, schauen wir weiter. Mal sehen, ob wir es irgendwann später öffnen können. Zumindest haben wir jetzt erstmal keine Gegenwehr mehr. Nochmal kurz Munition eingesammelt. Und weiter. Meine Güte, ist das groß hier unten. Ich hoffe, wir müssen den Weg nicht zurückgehen. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber hey, was soll's? Wir müssen hier rein. Sieht einladend aus. Wo? Oh. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Das sollten wir besser sein lassen. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Danke für die Beleuchtung. Finde ich sehr nett. Okay, aber bringt auch nichts, die Dinger weiter zu scannen. Und da sind schon wieder Gegner. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Schon dabei! Ich dachte mal, diesmal machen wir gar keine Gefangenen erst. Wir schießen direkt drauf los. Dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte! Wo sind die denn? Ach da. Die sind so schlecht auszumachen teilweise. Weil ja alles so ähnlich aussieht. Okay. Ach, da ist einer. Ah, Geschütze. Sauerei.
Wow! Schnell wieder in Deckung. Ist ja kein Wunder, dass wir hier so viel Schaden fangen. Gleich geschafft. Wunderbar. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Wie sie einen immer so drauf stoßen, dass man den Scanner benutzen soll. Das ist wunderschön. Gut, schauen wir uns mal hier oben um. Okay. Eine Relikt-Konsole. Nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Ich bin gespannt. Nummer 1. Natürlich liegt hier noch was für uns. Mit wem rede ich denn? Ach, mit Cora, okay. Warum auch immer ich jetzt hier hinschaue, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob wir die vielleicht umpolen können. Wäre ja möglich. Denken Sie territorial? Ich weiß es nicht, wenn du das sagst. Sie reagieren aggressiv, sobald wir ihnen zu nahe kommen. Oder auf ihre Technologie zugreifen. Interessant. Und ist das ihre Programmierung oder eine Art Instinkt? All diese Geheimnisse. In Andromeda geht irgendetwas Großes vor sich, Ryder. Etwas Überwältigendes. Suchen wir nach dieser Systemabriegelung. Wie jetzt Instinkt? Es sind Maschinen, oder? Dann wird es wohl eine Programmierung dieses sein. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Dieses? Schauen wir es uns an. Oh. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Yay, es geht noch tiefer. Ist das nicht schön? Auf geht's. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Das ist verdammt tief hier, müssen wir mal so feststellen. Die Leitung ist undicht. Ja, und das Zeug verteilt sich über die gesamte Konsole. Es wird Ihnen die Hände wegbrennen, wenn Sie versuchen, darauf zuzugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Klar, und wenn sie einer finden kann, dann der Pathfinder. Wir sind doch dafür ausgebildet worden. Wo? Was? Du bist auch hier unten? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an Ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können Sie die Leitung reparieren. Und da sind Sie. Ich probier's mal. Klar, super. Ist Dingens gerade abgestürzt? Sah so aus, ne? Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Ich glaube, unsere turianische Freundin ist gerade in den Boden gestürzt. Naja, passiert. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig gepflegt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Klar, lass sie uns bedienen. Sieht super aus. Oh, da ist sie ja wieder. Aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sackt den ganzen Ruhm ein. Wir werden Sie schon einholen. Mal sehen, ob wir uns einen Weg hier rausgeschaffen haben. Auf der anderen Seite. Na dann, lasst uns mal weitergehen. Ich vermute, wir werden neue Kämpfe... Sehen Sie sich das an. Wow, was ist das denn? Neuen Kämpfen ins Auge schauen, wollte ich sagen, aber... Führt nach unten. Das ist was anderes. Sieht aus, als wollten Sie nicht, dass hier irgendjemand zu leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten.
Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Und da unten wartet Brühe. Okay, das ist ein tiefer, ein Weitersprung, kann das sein? Wir probieren's. Moment mal. Pflanzen. Hier unten? Das ist seltsam. Mhm. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Fast geschafft. Eine unbekannte Pflanze, aber Chlorophyll registriert. Ich dachte ja gerade, vielleicht ist sie halt einfach nicht auf Photosynthese ausgelegt. Aber es gibt Chlorophyll, also dann wohl doch. Ich würde sagen, wir bedienen mal das Ding hier. Okay, nehmen wir diesen Weg. Ups, das war nicht der Plan. Aber in dem Spiel ist ja alles narrensicher. Wir sterben ja nicht, wenn wir runterfallen. Ein Glück, dass ich so wenig Wir kriegen Gesellschaft! Na, Glückwunsch. Oh, das wollte ich nicht. Das war etwas vorschnell. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, zumindest die Beobachter sind schon mal ein bisschen zurückgedrängt. Wunderbar. Was traut er sich ja eigentlich? Also bitte. So, macht es Sinn, hier hochzugehen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Ja, das funktioniert. Der wäre weg. Und auch der wäre weg. Oh shit, hier sind ja aber mehr als gedacht. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr auf den Nahkampf vertrauen. Dieser Teleport vor dem Nahkampfangriff mit dem Asari-Schwert ist etwas gewöhnungsbedürftig. Muss ich mal so feststellen. Oh, hallo. Aber nicht doch. Ganz wunderbar. Ich freue mich. Das hätten wir geschafft. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Die Tür wird schon richtig sein, hoffe ich mal. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Würde ich auch sagen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ach, das wird schon. Glückwunsch. Ich hasse das hier. Ich hasse es. Kann ja nur super werden. Ich hoffe, die werden jetzt nicht gleich aktiviert, wenn wir davon hingehen. Ansonsten wird's ungemütlich. Sehen Sie, nichts passiert. Noch. Okay, was anderes zu scannen? Nein. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Lass uns mal lieber gehen. Ist der gerade umgefallen? Verdammt! Schon okay. Kein Problem. Hören Sie auf, alles schön zu reden. Verschwinden wir einfach von hier. Wunderschön. Das ist vielleicht auch so eine Bewährungsprobe nach dem Motto, ihr könntet vorher drauf schießen, um sicher zu gehen, dass ihr eine gute Position habt, falls die euch hintergehen, aber dann weckt ihr sie auf jeden Fall. Und wenn ihr es nicht tut, habt ihr die Chance, dass sie vielleicht doch inaktiv bleiben. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Beobachter, sie kommen auf uns zu! Mal wieder. Korra ist aber mutig, Mensch.
So, den einen räumen wir schon mal weg. Soweit es geht jedenfalls. So, wunderbar. Bleibt nur noch einer. Jawohl, die hätten wir. Na dann, auf nach vorn wieder. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Danke für den Hinweis. Davon bin ich ausgegangen, ehrlich gesagt. Okay, das war hier gewesen, oder? Nicht? Shit, wo war denn das? Ach, da vorn. Also ganz zurück sogar. Oder? Schaffen wir das? Ich glaube ja nicht. Nee, warte mal. Das muss doch hier sein. Ah, hier, warte mal. War das richtig? Gibt's ja auch noch eine Konsole? Nein. Ihr verwirrt mich total, Leute. Wisst ihr das? Achso, jetzt habe ich hier was wieder heraufbeschworen. Kann das sein? Schaffe ich das denn bis da rüber? Ich probiere es einfach mal. Ja, klar schaffe ich das. Ach, kein Problem. Ganz schön rutschig hier. Kein Ding. So, da sind wir auch schon am Ursprung. Machen wir mal einen Weg auf. Wir haben einen Weg zur... Wow! Zur Gegnerschaft offenbar. Oh shit, das war nicht die richtige Taste. Shit. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Das ist selbst mit Jetpacks. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war eine tolle Idee, hier hin zu jumpen. Konnte ja nur gut gehen so. So, einmal werfen. Wunderbar. Gute Arbeit, Leute. Hat sogar funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir sterben hier. Ganz ehrlich. Denn ich wollte eigentlich gar nicht den Angriff benutzen. Ich wollte eigentlich werfen. Aber der Sturmangriff hat ja auch funktioniert. Kommen Sie nach Andromeda. Spazieren Sie durch die Luft. Wenn man sonst nichts zu tun hat den ganzen Tag lang, klar. Warum nicht? Weiter geht's. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Ich glaube, wir kommen näher. Ja. Das sieht ganz danach aus. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Das hat, glaube ich, keiner von uns. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Na dann. Knöpfchen drücken. Ah. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir... Doch,